Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute an dieser Vorlesung teilnehmen. Mein Name ist Ulrich Kalinke. Ich bin Leiter hier des TwinCor-Zentrum für experimentelle und klinische Infektionsforschung. Wir sind eine Gemeinschaftseinrichtung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig und der Medizinischen Hochschule hier in Hannover. Und bei uns ist die Besonderheit, dass Ärzte der Medizinischen Hochschule hier unter einem Dach mit Naturwissenschaftlern, mit Datenwissenschaftlern zusammenarbeiten, um komplizierte Fragestellungen, klinisch relevante Fragestellungen im Zusammenhang mit Infektionserkrankungen zu lösen. Heute in meiner Vorlesung soll es sich um Impfung drehen. Ich habe die Vorlesung überschrieben mit geimpft und trotzdem Omikron. Hat die Impfung versagt? Viele von Ihnen haben das persönlich oder im Bekanntenkreis oder in der Familie erlebt, dass trotz Impfung Leute sich infiziert haben mit der Omikron-Variante von dem Coronavirus. Was ist da los? Diese ganze Thematik ist natürlich einerseits interessant, aber andererseits braucht es natürlich jetzt auch Forschung, um zu verstehen, was ist da los. Und an der Stelle möchte ich ganz besonders nochmal unseren Exzellenzcluster RESIST dem nochmal danken. Also RESIST steht für Resolving Infection Susceptibility, auf Deutsch in etwa Untersuchung und Aufklärung der Infektionsempfänglichkeit. Also es sind genau solche Themen wie diese Fragestellung, wieso kann man trotz Impfung Omikron bekommen? Solche Fragestellungen werden adressiert in dem Exzellenzcluster RESIST. Und ganz besonders möchte ich an dieser Stelle auch dem Leitungsteam danken. Das sieht man hier, das sind die Frau Professor Hansen, der Herr Professor Schulz und der Herr Professor Förster. Insbesondere Thomas Schulz gilt ein ganz großer Dank. Er organisiert das Cluster. Hier sind viele, viele Forschungsgruppen involviert. Es müssen große Summen bewegt werden. Und wir alle müssen natürlich unsere Forschungsaktivitäten auch auf die richtigen Themen lenken. Also dafür ein ganz großes Dankeschön an das Führungsteam. Und unser Forschungsthema fällt hier in diesen Forschungsbereich B, Unit B, die Immunantwort. Wir befassen uns in dem Projekt B9 zu dem Thema auf Englisch Non-Responsiveness to Hepatitis B Virus Vaccination. Non-Responsiveness. Das ist ja genau ein ähnliches Thema wie das Thema, was wir heute besprechen wollen. Trotz Impfung eine Omikron-Infektion. Und bei diesem Thema trotz Impfung eine Hepatitis B Virus-Infektion. Das beforschen wir. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz unser Forschungsthema umreißen. Ich will gar nicht dort in die Details gehen. Und dann möchte ich gleich weitermachen mit Omikron und die Fragen ansprechen, die Sie wahrscheinlich zurzeit am meisten umtreiben. Zunächst einmal Hepatitis B-Virus. Ist denn das überhaupt ein Problem? Ja, es ist ein riesiges Problem und zwar weltweit. Das Hepatitis B-Virus ist ein Doppelstrang-DNA-Virus, das interessiert vor allem die Experten. Und es gibt dann verschiedene Antigene. Ich möchte hier nur mal ein Antigen herausheben, das besonders wichtig ist, das Oberflächenantigen, das sogenannte HBS-Antigen. Und tatsächlich infiziert dieses Virus hauptsächlich Leberzellen. Und wenn man sich hier auf der nächsten Karte das Ganze mal anschaut, wie oft solche Infektionen auftreten, sieht man hier Deutschland ganz klein in grün. Bei uns spielt das gar keine große Rolle. Aber wenn man das dann auf der Welt sich mal anschaut, hier sieht man diesen ganzen asiatischen Bereich mit China oder den afrikanischen, zentralafrikanischen Bereich oder auch den südamerikanischen Bereich, da sieht man, dass die Hepatitis B-Virusinfektion eine große Rolle spielt. Und tatsächlich gibt es jedes Jahr ungefähr 1,5 Millionen neue Infektionen. Und tatsächlich haben wir weltweit ungefähr 300 Millionen chronische Infektionen, die letztlich zum Leberkrebs führen können. Und jährlich fordert die chronische Infektion 820.000 Tote weltweit. Also Sie können sofort hier erkennen, das ist eine große Thematik. Und wenn wir eine Impfung haben,
die nicht so richtig wirkt, dann ist das natürlich nicht so schön. Also wie läuft das überhaupt mit der Impfung? Ich hatte Ihnen schon gesagt, es gibt diese Oberflächen, dieses HBS-Antigen, und auf der Basis ist ein rekombinanter Impfstoff hergestellt worden. Und man verimpft den Impfstoff dreimal. Eigentlich müssten Sie das alle wissen, weil ich hoffe, Sie sind alle geimpft gegen HBV. Wenn nicht, sollten Sie noch mal in das Impfbüchlein schauen und möglichst bald noch mal einen Impftermin vereinbaren. Und wenn man sich jetzt die Landkarte noch mal anschaut, weltweit, da sieht man, naja, wo sind wir denn da? So im grünlichen Bereich sind wir. Also bei uns wird geimpft, aber nicht so richtig stark. Dagegen, gerade in dem asiatischen Bereich, gerade in China, aber auch in Russland, wird sehr, sehr intensiv geimpft, weil natürlich ist dieser Zusammenhang zwischen dem Leberkrebs und der HBV, der chronischen HBV-Infektion, erkannt worden. Und die Zielstellung ist, dass man durch Impfung den Leberkrebs zurückdrängen könnte. Aber Sie sehen hier auch in der Karte, im zentralafrikanischen Bereich ist die Impfquote gering, sogar noch geringer als bei uns. Und Sie erinnern, in der anderen Karte sah man, dass dort auch das Auftreten neuer Infektionen besonders stark war. Also Impfen ist das Gebot der Stunde. Und wie läuft das im Detail? Und da habe ich Ihnen das mal so aufgemalt. Also das sind drei Impfungen. Zunächst gibt es eine erste Impfung, dann ungefähr einen Monat später eine zweite und nach 6 Monaten eine dritte Impfung. Und dann einige Wochen später werden Antikörper genommen. Ich habe das mal hier mit so einem Arm dargestellt. Und dieser Impfstoff, der weltweit am meisten verimpft wird, der heißt Engerix oder auch Twinrix. Und das ist dieser Impfstoff, der auf diesem rekombinanten HBS-Antigen basiert. Und wenn man dann diese Injektion in den Muskel bekommt, passieren Immunreaktionen. Naja, und nach der dritten Impfung kann man dann mal Serum nehmen, Blutproben, aus denen man das Serum gewinnt. Und dort kann man dann überprüfen, ob Antikörper induziert wurden. Antikörper produzieren Immunzellen, die sogenannten B-Zellen. Und tatsächlich findet man dann nach diesem Dreifach-Impfschema in ungefähr 95% der Menschen sehr starke Immunantworten, Antikörperantworten, die tatsächlich schützen vor einer Infektion. Also es ist eine fantastische Sache. Jetzt fragen Sie natürlich zu Recht, und was ist mit diesen 5%? Was passiert denn da? Ja, das sind die Non-Responder. Das sind die 5% Menschen, in denen dann sehr, sehr schlechte Antikörperantworten ausgebildet werden. Trotz einer genau gleichen Behandlung mit dem gleichen Impfstoff. Und da sagen Sie natürlich zu Recht sofort, wie ist denn das möglich? Wieso machen die einen Individuen ganz hervorragende, schützende Antikörperantworten und die anderen gar nicht? Das ist unser Forschungsthema. Unser Forschungsthema ist, warum funktioniert die Impfung in manchen Menschen nicht, die HBV-Impfung? Und tatsächlich haben wir da eine ganze Reihe von ersten Hinweisen gefunden, die Lebensweise ist entscheidend. Zum Beispiel, ob wir rauchen oder nicht. Raucher machen schlechtere Immunantworten. Oder das Alter spielt eine Rolle. Wenn man deutlich über 70, 80 Jahre alt ist, macht man schlechtere Immunantworten. Die Experten nennen dieses Phänomen Immunseneszenz. Darauf komme ich später noch mal zu sprechen. Vorerkrankungen sind auch ein Thema. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass wenn bestimmte Autoimmunerkrankungen vorliegen, dass dann sehr viel schlechtere Impfantworten gemacht werden. Genetische Faktoren spielen eine Rolle. Das ist ein kompliziertes Thema. Wir sind da noch genau am Forschen. Sogenannte MHC-Antigene, also die das ganze Immungeschehen mit beeinflussen, die scheinen eine größere Rolle zu spielen. Aber dann natürlich auch Immundefekte, genetisch verursachte Immundefekte, aber auch erworbene Immundefekte. Genetische, es gibt ganz bestimmte B-Zell-Defekte zum Beispiel. Natürlich, die B-Zellen machen die Antikörper. Und wenn die B-Zellen Defekte haben und sie keine Antikörper machen können, funktioniert die Impfung nicht. Oder bei HIV, wenn dann andere Komponenten des Immunsystems deutlich geschwächt sind, das sind erworbene Immundefekte, dann fallen die Impfantworten auch schlechter aus. Also da lernen wir zurzeit sehr viel und wir legen ganz besonders den Fokus auf die genetischen Faktoren. Wir versuchen das sehr viel besser zu verstehen als bisher. Und viele dieser genetischen Faktoren gehen tatsächlich einher mit Vorerkrankungen. Die Immundefekte spielen eine untergeordnete Rolle. Solche spontanen Defekte spielen in der Gesamtbevölkerung eine sehr geringe Rolle.
bestimmte B-Zell-Defizienzen oder so etwas. Also damit kann man die 5% Non-Responder überhaupt nicht erklären. Ja, mit diesen Erläuterungen zu unserem RESIST-Projekt möchte ich diesen Teil der Vorlesung abschließen und jetzt überleiten zu dem Thema der Corona-Impfung. Dazu ist die erste zentrale Frage, wie wehrt sich der Körper selbst eigentlich gegen eine Corona-Infektion? Da habe ich Ihnen hier mal so eine wundervolle Abbildung mitgebracht aus einem Übersichtsartikel. Und da sieht man das Coronavirus auch mit dieser kleinen Corona auf der Oberfläche, das ist das Spike-Protein. Und in einem ersten Schritt gelangt das Virus, was in diesem Fall jetzt ein RNA-kodiertes Virus ist, in die Zelle, indem eben dieses Spike-Protein an einen zellulären Rezeptor bindet. Und viele von Ihnen haben das schon gehört. ACE2 heißt der Rezeptor, wofür immer das auch stehen mag. Wenn also dann das Virus mit seinem Spike-Protein an ACE2 bindet und in die Zelle kommt, entlässt das Virus seine RNA. Und diese RNA wird dann umgeschrieben und diese RNA führt letztlich dazu, dass der gesamte Zellstoffwechsel in eine ganz neue Richtung gedrängt wird. Die Zelle vergisst eigentlich ihr ursprüngliches Programm, was sie eigentlich machen wollte, und stattdessen produziert sie Viruspartikel. Und nach einiger Zeit entlässt eine infizierte Zelle Viruspartikel, das sehen Sie hier unten im Bild, und aus einer Zelle können viele Hunderte, viele Tausende von neuen Viruspartikeln entstehen. Und Sie sehen schon, also selbst wenn man nur angenießt wird, nur wenn wenige Viruspartikel in den Körper kommen, ist es eine Frage von wenigen Stunden, dass aus wenigen Partikeln einige Hunderte, einige Zigtausende, einige Millionen Partikel werden. Naja, und dann muss sehr schnell die Immunantwort induziert werden, um das ganze Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen. Und wie funktioniert jetzt das? Immunantwort ist extrem wichtig. Ohne ein Immunsystem würden wir nur wenige Tage lang überleben können. Das kann man immer wieder beobachten, zum Beispiel auch wenn Leute Knochenmarks transplantiert werden müssen, wenn das Immunsystem also komplett heruntergefahren wird und sich dann aus Stammzellen des Knochenmarks komplett neu aufbauen muss, besteht eine lange Zeit über viele Wochen und Monate eine Phase, in der man extrem empfänglich ist für Infektionen, weil das Immunsystem fehlt. Und eine zentrale Schaltstelle des Immunsystems sehen Sie hier oben. Das sind so Zellen mit fingerförmigen Ausstülpungen. Ich habe schon mal in einem deutschen Artikel gelesen, dass solche Zellen auch als Sonnenzellen angesprochen wurden. Also solche Sonnenzellen, die sind darauf spezialisiert, das Virus aufzunehmen. Und die stellen fest, hier stimmt was nicht, jetzt ist ein Virus da. Zum Beispiel die Erforschung, wie solche Sonnenzellen erspüren können, dass Virus da ist, das ist eines unserer zentralen Forschungsthemen in unserem Team. Wenn also solche Sonnenzellen merken, hier stimmt was nicht, Virus ist da, los geht's mit der Immunantwort, dann brechen diese Sonnenzellen komplexe Virusstrukturen auf, verdauen sie und präsentieren einzelne Fragmente des Virus auf der Oberfläche. Das ist hier mit diesen kleinen Molekülen dargestellt, die solche roten Punkte auf der Oberfläche präsentieren. Und diese Antigene werden dann Helferzellen präsentiert. Und diese Helferzellen sorgen dafür, dass solche B-Zellen, jetzt sehen Sie wieder links die B-Zellen, dann aktiviert werden. Und zwar genau solche B-Zellen, die richtigen Antikörper produzieren, die im Fall von dem Coronavirus dann an das Spike-Protein gehen können. Und auf der anderen Seite helfen diese Helferzellen, dass sogenannte Killerzellen infizierte Zellen umbringen können. Das passiert also, wenn man infiziert wird und der Körper sich alleine wehren muss. Aber dann sehen Sie schon, wenn man impfen möchte, muss man genau auf der rechten Seite angreifen. Man muss also genau eigentlich dieses Geschehen, was da in diesen Sonnenzellen passiert, im Idealfall imitieren, um dann die Sonnenzellen dazu zu bringen, solche Antigene zu präsentieren, die relevant sind, ohne dass Virus da ist.
Aber wie soll man das machen? Darauf kommen wir gleich. Es gibt eine ganze Reihe verschiedenster möglicher Impfstoffstrategien. Ich hatte hier mal in einem Übersichtsartikel von Anfang 2021 mal gesehen, die Anzahl von verschiedensten Impfstoffkandidaten, die entwickelt wurden zu der Zeit, und zwar aus den verschiedenen Gruppen. Man kann entweder das Virus komplett nehmen, das inaktivieren, das ist dieser oft zitierte Totimpfstoff. Naja, also damit hat man nicht besonders gute Erfahrungen gemacht bisher. Oder man benutzt sogar ein abgeschwächtes Virus. Das ist diese Polio-Impfung zum Beispiel, die war sehr erfolgreich. In großen Impfkampagnen hat man abgeschwächtes Virus eingesetzt. Oder man benutzt virale Vektoren, die dann nicht mehr vermehrungsfähig sind oder die vermehrungsfähig sind. Das sind diese AstraZeneca-Vektoren, die Sie jetzt auch alle kennen, die dann sehr früh bereits eine Marktzulassung erhalten hatten. Dann kann man auf der Basis von Nukleinsäuren Impfstoffe herstellen. Das ist jetzt eine extrem moderne Technologie. Entweder versucht man also mit der DNA zu impfen. Da muss man sagen, das funktioniert hervorragend, aber leider nur in Mäusen, nicht in Menschen. Oder man benutzt RNA. Und dazu muss man sagen, das funktioniert hervorragend in Mäusen und wie wir jetzt alle wissen, auch in Menschen. Oder man setzt proteinbasierte Impfstoffe ein. Das sind so die klassischen Impfstoffe, dass man Untereinheiten von Proteinen aufreinigt oder exprimiert oder sogar diese Untereinheiten in virusähnlichen Partikeln exprimiert. Und Sie sehen an der Anzahl hier von den Projekten, die Anfang 2021 im Gange waren, also eine Fülle von verschiedensten Projekten. Und am Ende wissen wir, dass die RNA-basierten Impfstoffe und die vektorbasierten Impfstoffe als erste eine Zulassung erhalten hatten und dann später jetzt auch auf Untereinheiten von proteinbasierte Impfstoffe eine Zulassung erhalten haben. Wo ist der große Unterschied zwischen einem herkömmlichen proteinbasierten Impfstoff und einem RNA-basierten Impfstoff? Diese Abbildung habe ich tatsächlich jetzt von der Firma Pfizer genommen, das ist jetzt keine Werbung, aber ich fand die doch sehr eindrucksvoll. Auf der linken Spalte in Rot ist gezeigt, herkömmliche Impfstoffe, da werden dann große Mengen von Proteinen in riesigen Fermentern hergestellt, die sind mehrere Stockwerke hoch. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, muss man sagen. Und hier ist eingeblendet worden, also nur die Produktion von solchen Antigenen kann schnell einige Monate bis hin zu einigen Jahren dauern, weil es ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Dann müssen solche Proteine aufgereinigt werden. Man muss sicherstellen, dass keine Verunreinigungen dabei sind. Dann müssen Formulierungen dieser Proteine hergestellt werden. Das muss überführt werden in Spritzen. Ja, und diese Spritze kann man dann einsetzen, um dieses aufgereinigte Material dem Menschen zu injizieren. Und auf die Art und Weise kommen dann diese fertigen Proteine in diese Sonnenzellen hinein, die sie dann weiter zerkleinern, präsentieren. Und dann nimmt der Gang, wie bei einer normalen Immunantwort, ihren Gang. Anders ist das Ganze bei RNA-basierten Impfstoffen. Das ist hier auf der rechten Seite gezeigt, in Blau. Im Fall des Coronavirus hat man sehr früh verstanden, dass Antikörperantworten sich gegen das Spike-Protein richten. Also war die Überlegung, müsste man doch nur noch das Gen des Spike-Proteins exprimieren. Man würde also die ganzen anderen Gene des Virus gar nicht weiter berücksichtigen. Nur die RNA des Spike-Virus. RNA ist extrem empfindlich. Also wenn man jetzt hier RNA auf den Tisch pipettieren würde, im selben Moment wäre sie schon zerstört. Also RNA ist extrem empfindlich. Das heißt, man braucht auch sehr, sehr reine Produktionsbedingungen und vor allem man muss diese RNA noch formulieren in kleinen Lipidtröpfchen. Aber dann kann man tatsächlich solche Impfstoffe auf RNA-Basis herstellen. Und hier ist im kleinen Kästchen eingedeutet, eine sehr kurze und sehr vereinfachte Produktion ist das Ganze natürlich im Vergleich zu einer Proteinproduktion. Und wenn dann solche Lipidtröpfchen, die beladen sind mit RNA, dem Menschen verabreicht werden, dann gelangen die Lipidtröpfchen hinein in die Sonnenzellen und dort entlassen sie die RNA und die RNA wird exprimiert und die Sonnenzellen
produzieren dann virale Spike-Proteine, die prozessiert werden und den Immunzellen präsentiert werden. Also auch hier bei der RNA nehmen wir eigentlich die existierenden Komponenten des Immunsystems, benutzen wir diese Komponenten, aber wir setzen nicht erst beim Protein ein, wie bei herkömmlichen Impfstoffen, sondern in der Stufe davor mit der RNA, damit solche Proteine dann hergestellt werden. Ja, geringere Produktionszeiten, das ist der große Vorteil, und schnellere Reaktionszeiten natürlich auch, falls sich das Virus mal verändern könnte. Ich habe oft das Argument gehört, um Himmels Willen, RNA, was ist denn das? Und jetzt haben wir mal gerade RNA entdeckt und jetzt soll gleich ein Impfstoff hergestellt werden. Ist das nicht viel zu gefährlich? Dazu muss ich sagen, RNA hat eine lange Geschichte. RNA ist nur so empfindlich, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, würde man das hier auf den Tisch pipettieren, im nächsten Moment wäre die RNA weg, dass die RNA das nicht in die allgemeine Aufmerksamkeit geschafft hat. Tatsächlich sieht man hier das Bild von zwei Forschern, Heinrich Mattei und Marshall Nierenberg. Den beiden ist es geglückt, den genetischen Code auf der RNA zu entschlüsseln. Und das Ganze war vor gut 60 Jahren. Übrigens ist inzwischen Heinrich Mattei, also der Marshall Nierenberg hat einen Nobelpreis bekommen und Heinrich Mattei, er war damals noch ein junger Forscher, der hat keinen Nobelpreis bekommen, aber immerhin, er ist Max-Planck-Direktor geworden, was ehrlich gesagt in dem Alter noch besser ist, denke ich, als ein Nobelpreis. Er hat ein Leben lang viel geforscht. Ich kenne ihn ganz gut, er ist mein Schwiegervater. Naja, 61 haben die ihre große Entdeckung gemacht und also seitdem gibt es RNA. Und hier, das ist in diesem Zeitstrahl, was der Gründer übrigens oder CEO von BioNTech, also der herstellenden Firma von diesen RNA-Impfstoffen, der hat da 2014 schon mal ein ganz schönes Review geschrieben. Und er hat schon mal darauf hingewiesen, dass bereits 1995 erste Vaktionierungsstudien durchgeführt wurden mit RNA gegen Krebs. Und tatsächlich hier bereits 2001 sind dann sogar klinische Studien durchgeführt worden. Also selbst das Konzept, RNA als Impfstoff einzusetzen, ist schon lange erprobt worden. Es ist neu im Bereich der Infektionserkrankungen, im Bereich der Tumorerkrankungen ist das Konzept schon sehr lange verfolgt worden. Also RNA ist nicht neu und auch dass die Idee, RNA als Impfstoff zu entwickeln, ist auch nicht so neu. Dann habe ich immer wieder gehört, tja, aber was da alles drin ist in diesen RNA-basierten Impfstoffen, da sind wirklich die Chips von irgendwelchen Computerfirmen und weiß, was da alles drin sein soll. Nein, das ist alles nicht drin. Am Ende bestehen RNA-basierte Impfstoffe eigentlich nur aus Komponenten, die man in jeder gut sortierten Küche auch finden würde. Natriumsalze, Zucker, Kaliumsalze, Cholesterin, dann die modifizierte RNA, ein paar Lipide, ein bisschen Wasser, das war's. Da habe ich immer wieder gehört, nein, 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 das kann es ja nicht sein. Also wenn man das zusammenrührt, das ist ja nie im Leben immunogen. Da muss noch was drin sein, da müssen Impfverstärker drin sein, da müssen möglicherweise Aluminiumsalze drin sein. Und da kann man so sagen, nein, das ist nicht drin. Solche RNA-basierten Impfstoffe enthalten keine Adjuvantien. Und das ist auch sehr genau hier nochmal dargelegt worden. Die EMA, das ist die European Medicines Agency, die hat auch alle Dokumente für alle Personen völlig frei im Internet zugänglich präsentiert. Und da steht dann auf Seite 62, the vaccine does not contain any adjuvant. Dieser Impfstoff enthält keinerlei Adjuvantien. Wie ist es möglich, dass diese Impfstoffe trotzdem so immunogen sind? Das hängt mit dieser Formulierung der RNA in Lipidtröpfchen zusammen und damit, dass diese Lipidtröpfchen von diesen Sonnenzellen ganz begierig aufgenommen werden. Dann habe ich ganz oft das Argument gehört, aber das ist, wir armen Menschen, wir werden praktisch wie Testkaninchen eingesetzt und also solche Impfstoffe, die muss man über Jahrzehnte entwickeln. Stimmt, bisher hat das durchaus Jahrzehnte gedauert, bis Impfstoffe in der Breite wirklich sinnvoll eingesetzt werden konnten.
Aber was ist hier jetzt wirklich gemacht worden? Meine frühere Postdoc, die jetzt in Stanford arbeitet, Veronika Duran, hatte sich mal die Mühe gemacht, mal ganz genau rauszusuchen. Ich zeige Ihnen das nur mal hier an dem einen Beispiel von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Hier sehen Sie, dass also insgesamt so ungefähr 36.000 Menschen rekrutiert wurden. 18.000 von denen hatten dann nur die Trägerflüssigkeit bekommen und hier in der ersten Säule die anderen 18.000 den Impfstoff. Und dann hat man einfach zugewartet. Und als so knapp 200 Leute dann die Infektion bekommen hatten, hat man zurückgefragt, wer von denen hat jetzt eigentlich den richtigen Impfstoff erhalten. Wäre der Impfstoff nicht wirksam, hätte man eigentlich gleiche Verteilung finden müssen in den beiden Gruppen. Ist der Impfstoff dagegen wirksam, hätte man natürlich weniger Erkrankungen in der Impfstoffgruppe finden müssen als in der Gruppe von den 18.000 Leuten, die nur mit Trägerflüssigkeit geimpft wurden. Und hier sehen Sie auf den ersten Blick, das sind dramatische Ergebnisse. 162 Leute hatten eine symptomatische Erkrankung entwickelt und 9 sogar eine richtig schwere in der Gruppe, die nur die Trägerflüssigkeit bekommen haben. Und dagegen gab es nur 8 Fälle von einer Erkrankung in der Gruppe der 18.000, die dann den richtigen Impfstoff erhalten hatten. Und nur eine Person hatte eine schwere Erkrankung entwickelt. Das sind dramatische Daten. Und mit solchen relativ einfachen Ansätzen, in der Gesamtheit zugegebenermaßen großen Ansätzen, aber doch auch leicht überschaubaren Ansätzen, konnte man sofort feststellen, der Impfstoff ist klasse, 95% wirksam, der verhindert Infektionen. Großartig. Und die anderen, die Sie sehen, die sind auch prima. Also der moderne Impfstoff ist auch gut und auch der AstraZeneca bei ungefähr über 90%. Dann habe ich das Argument gehört, ja, aber dieser Impfstoff, der ist ja nur mit 36.000 Leuten dann untersucht worden. Das ist ja viel zu wenig, um dann gleich in den Markt zu kommen. Ist es zu wenig? Ist es nicht. Normalerweise werden Studien mit so circa 3.000, in einzelnen Fällen bis zu 90.000, im Schnitt so um die 30.000 Leuten durchgeführt. Also in der Beziehung war das bereits eine völlig normale Studie, die im Grunde genommen auch zu einer normalen Zulassung hätte führen können. Aber an der Stelle kommt noch ein weiteres Element hinzu, die Zulassung. Wie funktioniert Zulassung in Europa? Ich habe Ihnen das mal aufgemalt. Wir haben hier ein unglaublich faires System. Sie sehen, das ist in der Mitte ein Vorgang. Und dann gibt es oben und unten, oben den Rapporteur, unten den Co-Rapporteur. Das heißt, die ganzen Unterlagen werden vollkommen unabhängig von zwei nationalen Behörden angeguckt. Und die vergleichen dann aber erst, nachdem sie völlig unabhängig die Arzneien angeguckt haben, ihre Berichte. Dann kommt es zu solchen Comments bei die dann zusammengeführt werden. Die werden nochmal zentral diskutiert. Dann gehen Fragen zurück an den Hersteller. Und dann geht es hier weiter noch in der zweiten Runde. Dann werden die Antworten nochmal auch wieder von Rapporteur und Co-Rapporteur diskutiert. Dann gibt es nochmal, der Fairness halber, eine Fragerunde, um die letzten ausstehenden Fragen zu diskutieren. Und dann sind wir schon beim Tag 210. Und was kommt dann? Wenn es eine positive Meinung gibt, dann kann tatsächlich diese Europäische Medizinagentur eine Zulassung empfehlen. Aber die Zulassung spricht in der Tat die Europäische Kommission aus. Und auch das dauert naturgemäß noch mal einige Tage. Also alles in allem, eine anständige Zulassung dauert ein Jahr. Sie alle wissen jetzt aber, dass RNA-Impfstoffe in weitaus weniger als einem Jahr bereits von der Entwicklung bis zur Zulassung gekommen sind. Ja, wie ist denn das möglich? Ich habe ganz oft das Argument gehört, wenn ein normales Zulassungsverfahren circa ein Jahr dauert, dann ist er sicherlich geschludert worden, weil so schnell geht das ja gar nicht. Naja, ganz so ist es nicht. Weil wer genau zugehört hat, hat mitbekommen, dass keine Zulassung ausgesprochen worden ist, sondern eine bedingte Zulassung. Eine sogenannte Conditional Marketing Authorization. Zulasser lieben, 3 Buchstaben abkürzelt, CMA heißen die Dinger. Und tatsächlich unterstützt die EMA die Entwicklung neuer Arzneimittel für die Prävention oder Therapie von bisher unbehandelbaren Erkrankungen. Und zur Unterstützung des Gesundheitswesens können solche Arzneien auf der Basis
weniger umfangreicher klinischer Daten eine bedingte Zulassung erhalten, wenn die sofortige Verfügbarkeit der Arznei mehr positive als Effekte als mögliche Risiken hat. Und das ist genauestens untersucht worden in diesem Fall. Und das Ergebnis war, ja, hier wäre im Fall der RNA-Impfstoffe eine bedingte Zulassung angezeigt. Also das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Arznei muss positiv sein. Aber der zweite Punkt, der hier aufgeführt ist, es muss wahrscheinlich sein, dass der Antragsteller nach Zulassung umfassende Daten beibringen kann. Der dritte Punkt, die Arznei erfüllt einen bisher nicht abgedeckten klinischen Bedarf, ist natürlich im Fall dieses Corona-Impfstoffs war erfüllt. Und der vierte Punkt, für den Patienten ist der Nutzen der sofortigen Verfügbarkeit der Arznei höher als denkbare Risiken, die aus den noch nicht vorhandenen Daten resultieren könnten. Das ist also die bedingte Zulassung, die wird nur für ein Jahr ausgesprochen. Dann wird ganz genau mit den regulierenden Behörden abgesprochen, welche Daten innerhalb des Jahres geliefert werden müssen. Und nach einem Jahr kann dann überlegt werden, ob man nochmal verlängert oder ob dann sogar eine endgültige Zulassung ausgesprochen wird. Und diese bedingte Zulassung wurde dann nochmal kombiniert mit weiteren sogenannten Fast-Track-Optionen, die ich ganz kurz mal erwähnen möchte. Ich habe jetzt das Argument gehört, naja, jetzt wolltet ihr so schnell da irgendwelche Impfstoffe auf den Markt kriegen, jetzt habt ihr da diese Conditional Marketing aus dem Hut gezaubert. Naja, ganz so ist es auch nicht. Ich selbst hatte mal am Paul-Ehrlich-Institut, also der deutschen Behörde, die auch der EMA zuarbeitet, gearbeitet. 2006 war ich noch dort. Ich hatte das auch aktiv miterlebt, mitgestaltet, dieses Format. Und hier sind Daten aus einem 10-Jahres-Bericht von 2006 bis 2016. Da sehen Sie, dass also dieses Verfahren schon bei den verschiedensten Therapeutika erfolgreich eingesetzt worden ist. Also ein erprobtes Verfahren ist kombiniert worden mit verschiedensten Short-Track-Optionen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass in weniger als einem Jahr die gesamte Entwicklung und Zulassung, eine bedingte Zulassung, dann ausgesprochen werden konnten. Jetzt die Frage, homologe oder heterologe Covid-19-Impfung. Also, wir haben jetzt ja RNA-basierte Impfstoffe, wir haben aber auch vektorbasierte Impfstoffe. Viele von uns hatten zuerst einen vektorbasierten Impfstoff bekommen und die Frage ist aufgekommen, muss man dann nicht beim vektorbasierten Impfstoff bleiben oder kann man wechseln? Und das habe ich mal hier so dargestellt, also zweimal eine rote Spritze, hieße zweimal BioNTech, zweimal eine grüne, hieße zweimal AstraZeneca. Und theoretisch, man kann dann natürlich auch kombinieren, erst rot, dann grün oder erst grün, dann rot. Wie kann man solche Fragen auflösen? Natürlich nur, indem man es ausprobiert. Und hier sind tatsächlich die Daten. Und hier in dem ersten Feld sehen Sie dann, also nach der ersten AstraZeneca-Impfung sieht man so Antikörperlevel bei 60 ungefähr. Wenn man dann nochmal nachimpft, steigt die ganze Sache so auf 540 Verdünnungsstufen. Betrifft es wirklich dann die Neutralisation des ursprünglichen Wuhan-Virus. Und wenn man jetzt in einer heterologen Kombination sich das Ganze anschaut, in Kombination also der AstraZeneca mit dem BioNTech-Impfstoff, sehen Sie gleich, dass dann hier die Impfantworten bedeutend höher sind. Statt 540-fach Verdünnung kann man jetzt über 4.800 Mal verdünnen und immer noch ist da im Schnitt eine ganz gute Neutralisation zu sehen. Also die heterologe Impfung ist viel besser als die homologe. Zudem sieht man noch die verschiedenen Virusvarianten, die Alpha-, Gamma-, Beta-Variante. Die werden überhaupt erst nach einer Zweitimpfung besser erkannt, hier in der homologen Zweitimpfung. Eine Impfung reicht nicht. Aber nach der heterologen Impfung werden die verschiedenen Varianten bedeutend besser noch erkannt als nach der homologen Impfung. Also heterologe Impfung ist nicht nur eine Krücke, sondern ist wirklich ganz angeraten sogar. Wie geht das aber jetzt bei der Impfung älterer Menschen? Hier sind die Daten. Hier ist also eine Gruppe von Impflingen im Alter von 20 bis 53 Jahre. Das sind die gelb eingezeichneten und eine andere Gruppe von Impflingen mit über 80 Jahren. Und man sieht auf den ersten Blick,
nach einer Immunisierungssequenz von 2 Impfungen sieht man, dass tatsächlich dann die jüngeren Menschen bedeutend bessere Immunantworten machen als die älteren. Das Phänomen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das ist komplex. Immunzellen sind ja immer jung. Wie kann das sein, dass also ältere Menschen mit jungen Immunzellen schlechtere Immunantworten machen als jüngere Menschen mit genauso jungen Immunzellen? Das wäre nochmal Thema einer separaten Vorlesung. Die gute Nachricht hier ist aber, Sie sehen jetzt hier mit diesen Dreiecken eingezeichnet, da sind 5 absolute Non-Responder, die nicht nur keine Antikörperantworten so richtig auf den Weg gebracht haben. Hier unten sieht man dann auch solche Helferzellen, die haben auch keine Helfer-T-Zellen auf den Weg gebracht. Und wenn man die ein drittes Mal impft, sieht man, dass dann auch bei solchen Non-Respondern eine Impfantwort zustande kommt. Nicht nur, dass Antikörperantworten immerhin in 80% der Leute induziert werden, sondern auch die T-Zell-Antworten werden induziert. Das ist eine gute Nachricht. Aber bisher haben wir die Omikron-Variante ausgelassen. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wie ist es mit der Omikron-Neutralisation? Hier haben wir jetzt in einer anderen Studie eine Person, die ist auch 2-mal mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft worden. Und die entscheidende Frage ist, wie gut wird danach eigentlich die Omikron-Variante neutralisiert? In dieser Darstellung hier sind jetzt verschiedene Virusvarianten aufgestellt. Die erste Virussequenz ist die von Grün, von dem Wuhan-Virus, Alpha, Delta, Beta und am Ende sehen Sie Omikron. Und die senkrechten Striche, das sind Aminosäureveränderungen in dem Virus. Besonders interessant für uns ist die sogenannte RBD, Receptor Binding Domain. Das ist der Bereich von dem Spike, der an den zellulären Rezeptor herangeht. Und da sehen Sie dann bei der Alpha, Delta, Beta-Variante, ja, da sind so ein paar Veränderungen, aber Sie sehen auf den ersten Blick, bei Omikron sind da ja sehr, sehr viele. Würden dann überhaupt die Antikörper, die wir mit BioNTech induzieren, dann noch rangehen können an das Omikron-Virus? Das ist hier untersucht worden und die Antwort lautet nein. Sie sehen, das Wuhan-Virus wird hervorragend neutralisiert. Alpha auch, Delta ein bisschen weniger, Beta noch weniger und Omikron gar nicht. Und da haben wir jetzt schon das Thema. Das heißt, wenn Sie zwar vollständig geimpft sind, aber nicht geboostert, haben Sie keinen Schutz gegen Omikron. Und wenn Sie jetzt mal bei Ihren Freunden und noch mal genauer nachfragen, wart ihr denn auch geboostert? Sagen viele, nein, nein, ich war geimpft und trotzdem habe ich Omikron gekriegt. Jetzt können Sie sagen, na klar, ohne Boosterung kann das auch nicht funktionieren. Wie sieht es aber jetzt aus mit der Boosterung? Das ist hier untersucht worden. Mit einer dritten BioNTech-Impfung. Sie sehen, nach 2 Impfungen erreicht man hier gute Neutralisationswerte gegen Wuhan, aber die fallen auch relativ schnell ab. Dann kommt der Booster, die dritte Impfung, und dann steigt das Ganze sehr schnell. Und hier sehen Sie jetzt die Neutralisationstiter von Omikron. Sie sehen auch nach einer vollständigen Impfung, erst Zweitimpfung, sehen Sie auch früh keine virusneutralisierenden Antikörper. Spät auch nicht, aber durch die Boosterung kommen sie dann plötzlich. Wie ist das möglich? Es ist fantastisch, aber wie ist es möglich? Das ist auch Gegenstand der Forschung unseres Teams zurzeit. Wenn Sie jetzt die Situation anschauen, was passiert eigentlich, wenn ein Genesener nochmal mit BioNTech infiziert, nochmal mit BioNTech immunisiert wird, dann sehen Sie genau das gleiche Wuhan-Virus in Neutralisation geht zurück, kann aber massiv geboostert werden durch die Impfung, aber nach einer Wuhan-Virus- oder auch Alpha-Beta-Gamma-Infektion treten keine Omikron-neutralisierenden Antikörper auf. Erst durch die Boosterung, die dritte Immunisierung, also in dem Fall also Impfung nach Genesung, erst dann treten Omikron-neutralisierende Antikörper auf. Also, diese Daten zeigen eindeutig, der Booster ist entscheidend. Erst dadurch kriegen wir die Abdeckung von vielen Varianten zustande. Vierte Impfung. Ist die vierte Impfung jetzt eigentlich angezeigt? Da können wir auch wieder Studien bemühen. Ich habe Ihnen eine komplexe Darstellung mal mitgebracht. Das ist eine riesenhafte Studie mit über 600.000 Leuten, älteren Menschen, die die vierte Impfung erhalten haben und über 600.000 Leute, die keine vierte Impfung bekommen haben. Und dann hat man einen Quotienten hergestellt aus den nicht vierfach Geimpften
versus vierfach Geimpften. Und dann hat man verglichen, wie viele sind infiziert in der einen Gruppe im Verhältnis zum anderen und wie viele Leute haben schwere Erkrankungen entwickelt im Vergleich zu anderen. Zum Beispiel wären aus den 600.000 100 infiziert in der einen Gruppe und 100 in den vierfach Geimpften, hätten sie einen Faktor von 1. Das sehen Sie hier unten. Das ist der Fall. Wir sehen also bei den internen Kontrollen, kommt sauber ein Faktor 1 raus. Wenn man dann die vierfach Geimpften über die Zeit verfolgt, sieht man, dass die Geimpften tatsächlich vierfach Geimpften einen gewissen Vorteil haben bezüglich Infektion. Aber nach 6 Wochen, 7 Wochen geht das Ganze wieder zurück. Da ist kein Vorteil mehr da. Also trotzdem Vierfachimpfung unbedingt. Weil wenn man sich jetzt die schweren Erkrankungen anschaut, da sieht man, dass diese Schere auseinandergeht. Also hier der Faktor steigt nicht nur Richtung 2, 3, 4, der bleibt auch hoch. Sogar mit der Zeit bleibt er hoch. Das heißt, ältere Menschen profitieren durch die vierte Impfung erheblich. Die Wahrscheinlichkeit, dass man als älterer Mensch nach einer vierten Impfung eine schwere Erkrankung entwickelt, ist stark reduziert. Also, RNA-basierte Covid-19-Impfstoffe sind weitgehend sicher. Nach 2 Immunisierungen wird eine Grundimmunität aufgebaut, die aber wieder nachlässt. Nach 3 Immunisierungen wird eine solche Immunität aufgebaut, die auch gegen die Omikron-Variante und wahrscheinlich gegen viele andere Varianten wirkt. Immunseneszenz, diese Immunreduktion im Alter, kann durch eine dritte oder auch vierte Impfung überwunden werden. Das ist eine sehr wichtige und sehr gute Nachricht. Heterologe Impfungen, also gemischte Impfschemata, sind wirksamer als homologe Impfungen. Das ist auch eine gute Nachricht, weil viele von uns erst AstraZeneca erhalten hatten, zum Beispiel ich auch, und erst dann mit RNA-Impfstoffen geimpft wurden. Impfungen nach Genesung von einer Covid-19-Infektion induziert eine besonders starke Immunität, auch gegen Virusvarianten. Das ist eine ganz besonders wichtige Nachricht. Mich erreichen beinahe täglich Fragen, jetzt bin ich genesen, muss ich mich noch mal impfen lassen? Meine Antwort lautet immer ja, unbedingt. Die durch Impfen induzierte Immunität ist gegen Omikron-Varianten schwächer als gegen andere Varianten und kann kaum eine Infektion, wohl aber schwere Infektionsverläufe verhindern. Und da haben wir die eingangs gestellte Frage, also auch wenn Sie Freunde oder Familie haben, die sogar vollständig immunisiert und geboostert sind, kann das natürlich immer noch vorkommen, dass man eine Omikron-Infektion entwickelt. Aber im Regelfall ist die dann bedeutend weniger schwerwiegend. Ältere profitieren von einer vierten Impfung. Und wichtig ist auch noch, dass voraussichtlich in diesem Jahr im Herbst voraussichtlich RNA-basierte Impfstoffe gegen neue Varianten zugelassen werden. Wo stehen wir also? Ich höre viel Kritik. Komplizierte Verhältnisse, verwirrende Informationen, politisches Hin und Her, Menschen als Testkaninchen, Verstärkung von extremen Meinungen durch soziale Medien, schleppendes Anlaufen von Impfungen, zu wenig Booster, immer noch 23% der Bevölkerung ungeimpft und wir kommen nie wieder zurück zur alten Normalität. Und viel mehr könnte ich da aufzählen. Auf der anderen Seite, wir haben eine maximale Transparenz bei der Impfstoffentwicklung. Wir alle sind ja inzwischen fast Experten für die Impfstoffentwicklung. Wir haben hier in Mitteleuropa eine hohe politische Handlungsfähigkeit gezeigt. Also die Impfprogramme sind wirklich gut gelaufen. Es sind neue Formate der Wissenschaftskommunikation ausprobiert worden. Da ist sicherlich noch mehr in der Zukunft zu tun. Aber die Teilhabe der Menschen an bahnbrechenden Entwicklungen könnte dramatischer nicht ausfallen. Ich wollte nicht wissen, wo wir ohne diese Impfoption heute stehen würden. Und das Gute ist auch, ca. 60% der Bevölkerung ist bereits geboostert. Das heißt, 60% der Bevölkerung hat eine Immunität gegen Omikron und gegen viele andere Virusvarianten. Die Corona-Pandemie hat schon lange notwendige gesellschaftliche und technologische Veränderungen befördert. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Homeoffice ist heute fast in allen Betrieben eine Normalität. Und nach der Pandemie wird die Welt ganz bestimmt nicht mehr genau die sein, wie sie früher war. Und ich glaube, es hängt jetzt an uns allen, dafür zu sorgen, dass die Welt vielleicht sogar noch eine bessere wird, als sie früher war.
Also innerhalb von Monaten wurden RNA-basierte Covid-19-Impfstoffe entwickelt, in der EU zugelassen. Innovative Adenovirus-Vektoren ebenso. Auch kürzlich weitere Impfstoffkandidaten, die proteinbasiert sind. Und eigentlich alle Impfstoffkandidaten haben sich als weitgehend unproblematisch erwiesen. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung unterschiedlichster Covid-19-Impfstoffe befördert, in einem Maße, wie wir es vorher noch nie mit einer anderen Infektionserkrankung erlebt haben. Aus den Erfahrungen mit den vielen Covid-19-Impfstoffen sind wichtige neue Kenntnisse über die Impfstoffentwicklung gewonnen worden. Kohortenstudien liefern weiterhin wichtige Informationen, wie ich Ihnen zeigen konnte. Und das Thema Kohortenstudien ist auch das zentrale Thema unseres Exzellenzclusters Resists. Jedes unserer Forschungsthemen ist hinterlegt mit einer Patientenkohorte. Auf die Art und Weise können wir sicherstellen, dass Sie, die Patienten, profitieren von der Forschung, die wir durchführen. Und es ist denkbar, dass in den nächsten Jahren neue, hochwirksame Impfstoffe, zum Beispiel gegen Influenza, Tuberkulose, AIDS oder vielleicht sogar gegen Krebs, entwickelt werden könnten auf der Basis der Daten, die wir gewonnen haben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mir kurz eine Mail zu schreiben. Am Ende, ich muss hier natürlich noch mal ganz besonders dem Cluster Resist danken für die finanzielle Unterstützung. Das ist natürlich die Arbeit, die ich hier präsentiert habe von anderen Leuten. Ich habe immer wieder die Zitate hinterlegt, aber auch in unserem Team. Wir forschen sehr intensiv. Wir erhalten sehr viel Förderung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber auch vom BMBF, vom Land Niedersachsen. Ich habe mal hier einige unserer wichtigen Förderer aufgeführt. Damit danke ich Ihnen recht herzlich nochmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin in dieser Vorlesungsreihe viel Spaß und viele neue Erkenntnisse. Auf Wiedersehen.